Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute wieder ein unglaublich leckeres Brotrezept für euch. Ich habe nämlich ein Leinsamenbrot mit Schnittlauch gebacken und das möchte ich euch gerne in meinem heutigen Video vorstellen. Gestartet wird am Abend zuvor, denn wir benötigen Sauerteig für dieses Brot. Wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr ja, dass ich Sauerteig-Ansatzgut selber hergestellt habe und immer im Kühlschrank lagern habe. Ein Rezept dazu findet ihr übrigens hier unter dem Video in der Infobox, wenn ihr euch Sauerteig auch gerne herstellen möchtet. Dieser muss am Abend zuvor angefüttert werden. Wie ihr das macht, seht ihr gleich im Video und muss dann ruhen, bevor es dann nämlich zum Brot weiterverarbeitet werden kann. Wir starten am Abend zuvor mit dem Ansetzen des Sauerteiges. Hier nehme ich mir 35 Gramm Ansatzgut, welches ich immer im Kühlschrank stehen habe, gebe 50 Gramm Roggenmehl dazu sowie 50 Milliliter Wasser, verrühre das Ganze und lasse dies für 16 bis 20 Stunden ruhen. Am nächsten Tag, 2 Stunden bevor ich mit dem Kneten des Teiges starte, nehme ich 80 Gramm Leinsamen und 80 Milliliter Wasser. Das Wasser koche ich auf, übergieße den Leinsamen damit und lasse diesen für 2 Stunden quellen. Nachdem nun alles vorbereitet ist, habe ich hier jetzt die übrigen Zutaten. Und zwar benötigen wir 180 Gramm Weizenvollkornmehl Typ 1150, 120 Gramm Weizenmehl Typ 550, 10 Gramm frische Hefe, 1 Teelöffel Salz. Dann brauchen wir den Sauerteig, den wir ja am Abend zuvor angefüttert haben. Wir brauchen 200 Milliliter zimmerwarmes Wasser, 2 bunt geschnittenen Schnittlauch und die gequollenen Leinsamen. Gestartet wird mit dem Wasser, welches ich in eine Rührschüssel gebe, brösel die Hefe hinein, verrühre diese so lange, bis sie sich aufgelöst hat. Im Anschluss kommt der Sauerteig dazu und wird ebenfalls verrührt, bis sich alles miteinander verbunden hat. Nun kommen beide Mehlsorten, der gequollene Leinsamen und zum Schluss das Salz noch dazu und das Ganze wird mit dem Knethaken der Küchenmaschine auf niedriger Stufe etwa 5 Minuten verknetet. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr natürlich auch euer Brot von Anfang an mit den Händen verkneten. Während des Knetens gebe ich noch die Schnittlauchröllchen dazu. Und sollte euer Teig durch die Schnittlauchröllchen jetzt wieder etwas klebriger werden, gebt einfach noch einen Esslöffel Mehl dazu, nicht zu viel, bitte wenn, dann höchstens nur einen Esslöffel, damit der Teigling euch nicht zu trocken wird. Nach 5 Minuten stelle ich meine Küchenmaschine auf Stufe 2 und lasse den Teigling nochmal 3 Minuten weiter verkneten. Anschließend nehme ich ihn heraus, gebe ihn auf eine ganz leicht bemehlte Arbeitsfläche und wirke diesen rund. Dazu klappe ich die äußeren Ränder immer in die Mitte. Das mache ich nun mehrere Runden, bis ich einen schönen runden Teigling habe.
Anschließend wird er gedreht, sodass der Verschluss unten ist. Und nun kommt er in ein Gärkörbchen. Und da ich persönlich kein Gärkörbchen habe, mache ich das in einem Haarsieb. Gebe hier ein Baumwolltuch drauf, welches ich mir übrigens extra fürs Brotbacken gekauft habe, bemehle dieses leicht und gebe mein Brot mit dem Verschluss nach unten in das Haarsieb hier hinein, bedecke dieses und lasse es an einem warmen Ort für eine Stunde ruhen. Mein Backofen habe ich mir in der Zwischenzeit auch schon vorgeheizt auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Heißluft ist hier zum Brotbacken absolut nicht zu empfehlen. Meinen gegangenen Teigling nehme ich nun heraus, gebe ihn in meine Steinbackform. Besprühe die Oberfläche kräftig mit Wasser, gebe hier noch ein paar Leinsamenkörner obendrauf. Gebe nun den Deckel oben drauf und stelle das Brot in den vorgeheizten Backofen, wo es für 45 bis 55 Minuten backen muss. 10 Minuten vor Ende der Backzeit nehme ich den Deckel nochmal herunter, damit es an der Oberfläche nochmal etwas nachbräunt. Und anschließend, nachdem es nun fertig gebacken ist, stürze ich es auf ein Abkühlgitter, wo es nun komplett auskühlen muss, bevor wir es anschneiden und genießen können. Ich werde oft von euch gefragt, wie ich meinen Sauerteig anfüttere. Da gibt es in meinen Videos, in meinen Rezepten Unterschiede. Mal nehme ich, so wie hier in diesem Video, die benötigte Menge Ansatzgut von meinem kompletten Vorrat raus, füttere dieses an und verwende es dann nach der Ruhezeit komplett. Dann habe ich aber auch Rezepte, wo ich mein komplettes Ansatzgut, also das, was ich im Kühlschrank lagern habe, anfüttere, ruhen lasse und mir dann nach der Ruhezeit das rausnehme, was ich für dieses Rezept benötige. In meinen Rezepten seht ihr das aber genau heraus, beziehungsweise lest das natürlich auch genau heraus. Ich zeige euch das ja auch immer hier in den Videos, mit welcher Methode ich das gerade bei diesem Brot mache. Gebacken habe ich in einer Steinbackform von The Pampered Chef in dem sogenannten Zaubermeister. Ihr müsst natürlich nicht genau diesen Behälter verwenden. Ihr könnt auch andere ofenfeste Behälter verwenden. Eine Auflaufform, eine Alugussform, ein Breter oder auch ein Römertopf. Wichtig ist, dass ihr einen Deckel habt, der so ofenfest ist, damit ihr euer Brot im Ofen mit Deckel backen könnt. Wenn ihr euch allerdings für solch einen Zaubermeister interessiert, verlinke ich euch einen Shop in die Infobox, wo ihr ihn bestellen könnt. Ich verlinke euch natürlich auch in die Infobox alle anderen Produkte, die ich in meinem heutigen Video verwendet habe. Das Rezept könnt ihr natürlich nachlesen auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de und dann freue ich mich, dass ihr mir heute zugesehen habt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!